Ich bin wieder unterwegs und zwar an einem Ort, wo Kultur erst stattfinden wird. Am kommenden Samstag wird hier am Skaterplatz am Westbahnhof das Festival Kulturschaufenster stattfinden. Doch um einen Blick in die Zukunft zu werfen, horche ich heute in die Vergangenheit. Letztens wurde das Kulturschaufenster im Radio Uckerwelle vorgestellt. Uckerwelle. Sie hören Wolfgang Altstädts Plauderstunde im offenen Sendeplatz bei Radio Uckerwelle. Stellt euch erstmal vor. Ja, hallo, ich bin Stefan Ulrich vom KUFA e.V. Braunschweig. Wir planen und organisieren das diesjährige Kulturschaufenster. Ich bin Stefanie Krause, ich bin auch beim KUFA-Verein dabei, bin aber die Redaktionsleiterin von Kultur Braunschweig, der Stadtblock. Und ich bin hauptsächlich hier, weil wir Medienpartner sind vom Kulturschaufenster. Niki Regel, Neuenraumkunst und seit ein paar Jahren Mitarbeiterin des Kulturschaufensters. Das Kulturschaufenster 3818 live im besten Open-Air am Westbahnhof findet auf dem Jugendspielplatz am 12. und 13. September zum 13. Male statt. Entschuldigung. Zum siebten Mal. Zum siebten Male. Steht naja. Doch hier. Dieses Jahr wird sich auf 2 Tage konzentriert. Warum kein Beginn mehr am Freitagabend für das Kulturschaufenster? Ja, also das hat hauptsächlich 2 Gründe. Also erstmal muss man ja hier nochmal betonen, dass das Kulturschaufenster auf ehrenamtlicher Arbeit von ganz vielen helfenden Händen basiert. Und da muss man natürlich auch immer seine Kräfte so ein bisschen fokussieren und bündeln. Das wollen wir machen. Weil der 2. Grund ist eher das Programm halt auch für die Besucher, dass es am Samstag und Sonntag halt auch abwechslungsreich wird, dass man einen Samstag hat, der so ein bisschen mehr in die Richtung Feiern und Bühnenprogramm. Das ist halt der Hauptfestivaltag mit den Livebands auf der Bühne. Am Samstag beginnt es um 16 Uhr, endet dann so gegen 22 Uhr. Und am Sonntag beginnt es schon früher, nämlich um 14 Uhr und endet um 18 Uhr. Und am Sonntag ist auf jeden Fall mehr Kunst. Es gibt auch ein Parallelprogramm zum Kulturschaufenster auf dem Skaterplatz und zwar ein bisschen dezentral. Ja, ganz genau. Erstmals in diesem Jahr fangen wir an mit dem sogenannten Kunstschaufenster und das findet statt in der Jahnstraße 8a und in der Hugo-Luther-Straße. Wir teilen uns das quasi und parallel dazu macht der Kunstverein noch eine interaktive Rauminstallation von Timo Hoheisel und Vera Sebert. Sag doch etwas zur Schirmerschaft, den Förderern und Unterstützern des diesjährigen Kulturschaufensters. Ja, Unterstützer, Förderer ist erstmal die Stadt Braunschweig unter Bereich Literatur und Musik, dann der Bereich Soziale Stadt und das Plankontor. Besonderer Dank geht übrigens auch an den Schirmherrn Jürgen Dölz, den Bezirksbürgermeister, und seine herzliche und aufmerksame Rede kann man auch im Flyer nachlesen. Darüber hinaus gab es halt noch einige Unterstützer von Einzelhändlern, kleine Werbeagenturen, die uns mit Sachspenden und kleinen finanziellen Hilfen unterstützt haben. Und allen, denen wir jetzt hier gerade nicht Aufmerksamkeit geschenkt haben, weil wir hier nicht alle nennen können namentlich, ist natürlich auch unser großer Dank total. Also, schönen Dank. Und ich könnte mir vorstellen, alles zu zivilen Preisen. Auf jeden Fall. So wie der KUFA-Verein ja auch immer so schön sich auf die Fahne schreibt, Kultur für alle, der auch diesjähriger Veranstalter halt von dem Kulturschaufenster ist. Es soll halt jeder sich das leisten können, es soll jeder kommen dürfen und deswegen sind die Preise da auch human. Also seid alle dabei. Ja, kommt bitte zahlreich. Ja, herzlichen Dank für euren Besuch. So, jetzt haben wir eine Band hier, die live spielt, die Bad Broncos. Was werden wir denn jetzt hören? Oh, wir spielen das Lied, das uns hierzulande und in Hohne berühmt gemacht hat. Das heißt Gimme Gimme. Never ever said what I want.
Michi! Danke.